Eine Tat so brutal und erschütternd, dass dem Opfer ein Gedenkort errichtet wurde. Das ist die Geschichte des Verbrechens an Hannah. Schockiert und gleichzeitig Wut, dass es Menschen gibt, die einem Kind sowas antun können. Lebenslänglich und nie wieder raus. Man sitzt einfach da und denkt, die muss doch nach Hause kommen. Der Stadtteil Oberdollendorf in Königswinter. 5600 Menschen leben hier. Von so einem Ort würde man wohl sagen, dass die Welt hier noch in Ordnung ist. Aber seit einem Tag im August 2007 ist sie das nicht mehr. Hier geht Hannah damals zur Schule. Und in dieser Straße wohnt sie mit ihren Eltern. Am 29. August ist Hannah gerade zu Besuch bei ihrem Freund Dennis. Den Abend will sie auch wieder zu Hause verbringen. Sie tritt also den Heimweg an. An der Haltestelle Oberdollendorf Nord steigt Hannah am verhängnisvollen Tag aus der Bahn aus. Nur knapp 500 Meter weiter, diesen Weg entlang, und sie wäre zu Hause. Aber Hannah kommt nicht an. Um 20.28 Uhr wird sie zum letzten Mal gesehen. Ich treffe mich mit Hannas Vater Volker Wiedeck. 14 Jahre ist das Verbrechen an seiner Tochter nun her. Was war das für ein Tag, an dem Hannah verschwand? Ein stinknormaler Tag im Spätsommer. Meine Tochter ist zu ihrem Freund hochgefahren, um den zu besuchen. Nach der Schule hatten wir vorher abgesprochen. Auch eine Zeit, wann sie zurückkommen soll. Aber sie kam eben nicht. Ja, wenn man realisiert, die kommt und kommt nicht nach Hause, dann steigt einfach eine, ja, es ist eigentlich eine unbeschreibliche Sorge in einem auf. Wie reagiert man in dem Augenblick? Also wir waren völlig ruhig, aber voller Angst. Und die Horrorvorstellung lässt man überhaupt nicht zu. Das darf nicht sein. Von Anfang an berichtet die Presse über den Fall. Denn Hannas Verschwinden ist ungewöhnlich. Noch am Abend schalteten Hannas Eltern die Polizei ein. Auch Freunde und Mitschüler sind beunruhigt. Sie verteilten am Nachmittag Flugblätter mit dem Foto ihrer Klassenkameradin. Beamte durchsuchten die Umgebung der Bahnhaltestelle im Industriegebiet von Königswinter-Oberdollendorf. Doch bislang gibt es keine Spur von Hannah. Die Polizei ist ratlos. Die Polizei geht 359 Spuren nach. Hannas Freunde und Mitschüler und viele andere Menschen aus Oberdollendorf helfen mit. Schließlich fehlt hier eine aus ihrer Mitte. Hannas Familie, Freunde und ganz Oberdollendorf sind im Unklaren und noch tappen auch die Ermittler im Dunkeln. Ich treffe jetzt Michael Brück, Leiter der Mordkommission der Polizei Bonn. Er war 2007 der Mann, der Hannas Verschwinden aufklären sollte. Er war mittendrin und er kennt alle Beteiligten und alle Details. Dass das Mädchen zu Hause nicht angekommen war, war sehr ungewöhnlich, weil die eigentlich sehr zuverlässig war. Wir haben zunächst mal an eine hilflose Lage gedacht des Kindes oder an eine möglicherweise Freiheitsberaubung. Und an ein Tötungsdelikt haben wir zu dem Zeitpunkt noch nicht gedacht. Hannas Vater Volker, ihre Mutter und die zwei großen Schwestern können nur eins tun: hoffen. Man sitzt einfach da und denkt, die muss doch nach Hause kommen. Ja, und man bangt eben, was ist da los? Diese Ungewissheit ist für Eltern unerträglich. Hannah musste nur sterben, weil dem Angeklagten die Idee gekommen war, zu überprüfen, wie ihm der Sex mit einer Frau gefällt. Wo ist Hannah? An Tag 5 nach ihrem Verschwinden gibt es eine traurige Antwort. Auf diesem Gelände befindet sich damals ein Parkplatz für Busse und hier wird Hannah schließlich gefunden. Versteckt am Rand in einem Gebüsch, unter einer Decke, und sie ist tot. Als am Mittag die Spurensicherung in Oberdollendorf eintrifft, ist klar, Hannah ist tot aufgefunden worden. Eine Mordkommission hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen. Es ist etwa so, wie eine Bombe platzt und alles, ja, im Umkreis, im Umfeld zerreißt. Es ist
unvorstellbar, aber man weiß, es ist wahr, was da gesprochen wird. Und rings um mich und in meinem Inneren steht nichts mehr gerade. Alles wirbelt nur wild durch die Luft. Die eigene Tochter tot aufgefunden. Und im Laufe der Ermittlungen werden noch weitere Details rauskommen, die sich Hannas Eltern wahrscheinlich in ihren schlimmsten Albträumen nicht hätten vorstellen können. Er wollte irgendein Mädchen, möglichst in einem Alter von etwa 18 oder 19 Jahren, überwältigen, fesseln und vergewaltigen. Hanna war erst 14. Der Täter hatte sie offenbar älter geschätzt. Wir sind in diesem Fall hier von einem örtlichen Täter ausgegangen, weil die Leiche des Mädchens so versteckt war, dass man sich in der Gegend auskennen musste. Also sind wir davon ausgegangen, es handelt sich um jemanden, der dort wohnt oder der dort arbeitet in Oberdollendorf. Das bedeutet allerdings auch, dass als Täter über 1000 Männer in Frage kommen. Die größte Hoffnung der Ermittler ist jetzt, dass der Täter DNA hinterlassen hat, denn das ist die einzig realistische Chance, ihn ganz schnell zu fassen. Während die Polizei ermittelt, trauert ganz Oberdollendorf um Hanna. Zur Trauer kommt die Angst, denn der Täter läuft noch frei herum. Was, wenn er ein zweites Mal zuschlägt? Wenn ich bedenke, dass es auch hätte meine Tochter sein können, die im gleichen Alter ist, ist einfach furchtbar. Ich bin alleinerziehende Mutter, ich habe auch Tochter. Ich habe so Angst, dass zwischen uns das eine, so eine Mörder. Dieser Ort fühlt sich tatsächlich so an, als würde hier jeder jeden kennen. Und das muss die Frage gewesen sein, die damals alle verrückt gemacht hat. Was, wenn mein Nachbar der Mörder ist? 2 Tage nach dem Fund von Hannas Körper ist klar, sie wurde ermordet und zuvor vergewaltigt. Und dabei hat der Täter tatsächlich DNA hinterlassen. Die Ermittler bitten die männliche Bevölkerung von Oberdollendorf zur freiwilligen Speichelprobe. Im Fall von Hanna war es so, dass ein Kollege der Mordkommission auf den Täter gestoßen ist, der an seinem Arbeitsplatz war, also an diesem Busbetriebshof. Und dann hat der Kollege direkt gefragt, ob er freiwillig eine Speichelprobe abgeben werde. Dieser Bitte ist der Täter dann auch gefolgt. Warum das so war, bleibt sein Geheimnis. Vielleicht hat der Täter auch gedacht, er kommt mit einem blauen Auge davon. Doch die DNA irrt nicht und der Täter überführt sich tatsächlich selbst. Und nach kommen die krassen Details der Tat ans Licht. Im Fall Hanna hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 25 Jahre alte Tscheche hat den Mord gestanden. Während Hanna sich am 29. August auf den Nachhauseweg macht, ist der Täter gerade auf seiner alltäglichen Spazierfahrt am Rhein. Vor Gericht sagt der Täter, er sei am frühen Abend am Rhein entlang geradelt und plötzlich sei es da gewesen. Das Verlangen nach einer Frau und nach Macht über einen Menschen. Dabei lebt der damals 25-Jährige eigentlich in einer Partnerschaft mit einem 46-jährigen Mann. Vor Gericht wird er später zu seinem Mitwirken in Gewaltpornos befragt und zu seiner Vergangenheit als Sexarbeiter. Er streitet all das ab. In Oberdollendorf fiel er nie auf. Ich habe ihn gestern hier gesehen. Ganz nett. Ich bin auch nicht auf die Idee gekommen, dass das sein könnte oder sehr überrascht. Ich habe am Sonntag noch getroffen, hatte mir einen schönen Sonntag gewünscht. Die erste Einschätzung der Mordkommission, dass der Täter hier aus der Region stammt, hat sich bewahrheitet. Er ist 25 Jahre alt, tschechischer Staatsangehöriger. Seit circa 5 Jahren lebt er in Oberdollendorf. Von Beruf ist er selbstständiger Fahrzeug- und Objektreiniger und ist tätig in unmittelbarer Nähe des späteren Fundortes des Opfers. Dafür, dass es den Täter während seiner Fahrradfahrt am Rhein angeblich so plötzlich überkommt, geht er jetzt während der Tat erschreckend geplant vor. Von seiner Arbeitsstelle, dem späteren Tatort, besorgt er sich Tatwerkzeuge und einen Busschlüssel. Dann geht er in Richtung Haltestelle Oberdollendorf Nord, wo Hanna jetzt aussteigt und zu einem Zufallsopfer wird. Unser Beschuldigter hat seinem Opfer aufgelauert. Er hat es überwältigt. Er hat es dabei geknebelt. Er hat es gefesselt. In einem Bus auf dem Parkplatz des Autohauses vergewaltigt der Täter Hanna.
Anschließend tötet er sie vor dem Bus mit 16 Messerstichen. Im Prozess vor dem Landgericht Bonn schildert der Angeklagte grausame Details der Tat. Zum Beispiel, wie er Hannah mit Kabelbindern fesselte und sie nach der Vergewaltigung noch 1,5 Stunden gefesselt und geknebelt liegen ließ, während er Zigarette rauchte, bis er entschied, ihr Leben zu nehmen. Das dem Opfer insgesamt zugefügte Leid war groß. Er tötete sie dann mit ungeheurer Brutalität. Ein Gutachten belegt, dass der Täter voll schuldfähig ist. Er erklärt, dass eine Vergewaltigungsszene aus einer Krimiserie ihn zur Tat inspiriert habe. Heterosexuelle Fantasien und Gewaltgedanken hegte er schon länger. Auf die Frage, warum er eine Frau vergewaltigen musste und keinen anderen Weg sah, sein Verlangen zu stillen, hat der Täter bis zum Prozessende keine Antwort. Er sagt, er wisse es nicht. Das Gericht stellt eine besondere Schwere der Schuld fest und verurteilt den Täter zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Freiheitsberaubung, Vergewaltigung und Mord. Gerechtigkeit für Hannah wird es nie geben, aber ein Vermächtnis von ihr. Ihr Vater Volker gründet nach ihrem Tod die Hannah-Stiftung gegen sexuelle Gewalt. Man kann nicht sagen, dass die Zeit alle Wunden heilt. Die Wunden sind da und die bleiben da. Einfach das Wissen, die Hannah ist nicht mehr da und die wird auch nicht mehr zurückkommen. Die Familie wohnt heute nicht mehr in Oberdollendorf. Sie kehrt nur hierhin zurück, um Hannas Grab zu besuchen. Wenn ihr diesen Fall genauso spannend fandet wie ich, dann gebt uns doch ein Like, abonniert den Kanal und schaut euch auch mal unsere anderen Filme an.